Am Dienstag entschied sich der Rochlitzer Stadtrat in einer Sondersitzung dafür, nur über eine Eingliederung mit der Gemeinde Wechselburg zu verhandeln. Vor der Entscheidung sorgte ein Antrag der CDU-Fraktion für Diskussion. Darin wurde gefordert, die Aussetzung des Beschlusses und die Beratung darüber erst nach dem Bürgerentscheid Anfang März zu führen. Die CDU-Fraktion befürchte mit dem Beschluss, dem Ruf der Stadt Rochlitz zu schaden. Man könnte ihr vorwerfen, die Stadt Rochlitz mische sich in die Angelegenheiten der Gemeinde Wechselburg ein, beziehungsweise Rochlitz möchte die Gemeinde Wechselburg unterbuttern, begründete Fraktionschef Martin Czelkowski den Antrag. Die Stadträte lehnten den Antrag mehrheitlich ab. Im anschließend zu fassenden Beschluss positionierte sich die Stadt Rochlitz zu dem Wechselburger Bürgerentscheid am 4. März 2018 aus gutem Grund. Bei diesem Entscheid sind die Wechselburger gefragt, ob die Gemeinde Verhandlungen über eine Eingliederung oder eine Fusion aufnehmen soll. Geantwortet werden kann nur mit Ja oder mit Nein. Es ist nicht möglich, sich für eine Eingliederung und gegen eine Fusion auszusprechen. Den Unterschied und die Tragweite beider Begriffe erläuterte Dehne. Fusion wird immer so in den Mund genommen und das ist so schwammig. Ja? Das Wort gibt es nicht, wie Sie richtig sagen. Das gibt es auch in meinem Schreiben nicht, Fusion. Ja? Also eine Fusion ist eine Vereinigung oder eine Eingliederung. Eingemeindung, ja, meint eigentlich auch die Eingliederung. Also wir müssen nur ganz sauber bleiben, wie die sächsische Gemeindeordnung das hier angeht. Dann gehe ich davon aus, dass jeder Stadtrat, der hier sitzt, auch die Gemeindeordnung kennt und auch dann diese Unterschiede, die dahinter stehen. Weil wir müssen, wie gesagt, sauber bleiben. Eingliederung und Vereinigung sind zwei paar verschiedene Schuhe mit verschiedenen Tragweiten. Eine Fusion stehe nicht zur Debatte. Die Wechselburger sollten das vor dem Entscheid wissen. Dafür sprach sich nicht nur der Bürgermeister aus. Ich sehe es in der Situation einfach als den notwendigen Schritt, den Rochlitz machen könnte, den Rochlitz machen muss, der von vielen erwartet wird, einfach auch um eine gewisse Sicherheit zu bringen. Ob nun der Bürgerentscheid von Wechselburg zugunsten von Rochlitz ausgeht, das wird man dann sehen. Aber es ist natürlich auch, wenn man mit der ein oder andere hier im Stadtrat wird vielleicht auch mit Wechselburgern mal gesprochen haben, die sind das Thema eigentlich auch leid und es muss endlich mal jetzt zu einem Punkt gemacht werden, wo wir sagen, dass auch der Stadtrat dahinter steht. CDU-Stadtrat Klaus Kahlenborn fasste die Situation zusammen. Insofern sind wir in einer sehr unguten Lage, denn wenn man das Papier liest, was der Manfred da gerade noch gezeigt hat, dann ist eigentlich der Weg ein anderer. Da geht man auf Augenhöhe aufeinander zu, die Entscheidungsträger schauen, welche Vor- und Nachteile ein Zusammengehen hat. Und dann wendet man sich an die Bürger und macht das transparent und holt sich dann die Entscheidung an. Also der ganze Weg ist Murks bisher, das ist keine Frage. Und insofern denke ich, ist das, wo wir unsere inneren Angelegenheiten Rochlitz klären. Und die innere Angelegenheit ist die, dass wir sagen, wir wollen keine Auflösung der beiden Kommunen und ein Zusammengehen in einer neuen dritten, sondern wir wollen, wenn wir Gespräche führen, höchstens über die Eingliederung, die Eingemeindung sprechen. Dann ist das eine Angelegenheit, die wir für uns hier klären. Und wir machen noch einen zweiten Punkt, der unheimlich wichtig ist. Wir haben Briefe geschrieben, in denen das auch drinsteht. Aber ein Stadtratbeschluss dokumentiert nochmal, dass das, was unser Oberbürgermeister geschrieben hat, auch die Zustimmung der Stadträte hat. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Die Stadträte fassten mehrheitlich den Beschluss. Gegenstimmen?